Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. So, dann werde ich mal ein paar kleine Kommentare beantworten. Mighty Mike schrieb, ob ich zufrieden bin mit dem Charakter, den ich genommen habe. Jein, also ich muss sagen, am Anfang war es halt ziemlich cool gewesen mit der Kombination mit, wo war denn die Skillung? Hier, am Anfang war ich eigentlich zufrieden gewesen mit dem Schild, mit dem Doppelgänger hat ganz gut funktioniert. Später habe ich es dann bereut, aber ich habe einen guten Tipp erhalten. Ich habe einen sehr guten Tipp erhalten von, Moment, da muss ich den Namen kurz mal nachgucken. Genau, von R3 Habinator. R3 Habinator hat mir den Tipp gegeben, dass ich mich auf den Sentinel und auf den Doppelgänger skillen sollte, was dann auch ganz gut funktioniert hat, wie man den letzten Part gesehen hat, also... Danke nochmal für den heißen Tipp, ne? Das ist ja wirklich geil. Und jetzt macht es mir wieder Spaß. Jetzt finde ich es wieder richtig geil. Wie bald sagt, Anfang ja, Mitte nicht unbedingt. Jetzt drücke ich die neue Skillung. Ja, das ist perfekt. Das ist die Skillung, so wie es sein muss. Danke sehr nochmal, ne? Da wir gerade beim Thema sind, ich meine, tut mir leid, falls ich den Namen falsch ausspreche oder so. Von dem her, R3 Habinator hat übrigens noch gesagt, dass er einen Flammenwerfer gefunden hat. Wie der ein oder andere weiß, bin ich ein sehr großer Liebhaber von Flammenwerfern. Ich liebe Flammenwerfer über alles. Team Fortress 2, da habe ich sehr gerne den Pyro gespielt. Natürlich auch den Medic und den Spider davon auch nicht vergessen, aber den Pyro, oh, das war geil mit dem Flammenwerfer. Gut, und ich werde auch noch gefragt, ob ich das Easter Egg zu diesem Flammenwerfer dazu kenne. Nachdenken. Ich könnte davon ausgehen, dass es sich dabei um den April-Scherz von Elon Musk handeln könnte. Kommt das hin? Mal gucken. Vielleicht finden wir auch einen Flammenwerfer. Wäre richtig cool. Danke nochmal für das ganze positive Feedback. Danke nochmal an jeden Einzelnen. Oh, hoppla. Jetzt habe ich mich verdrückt. Tut mir leid, das war keine Absicht. So, wie bereits gesagt, danke nochmal für das ganze positive Feedback. Danke nochmal an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat. Das ist krass. Vielleicht schaffe ich diese Woche noch die 200 Abonnenten. Das wäre heftig. Gut, nicht lang reden. Rein in den Kampf. Mein Controller hat jetzt übrigens auch gerade eine Meldung abgegeben, dass ich ihn wieder aufladen dürfte. Wunderbar, super Timing. Das ist kein Ding, das werden wir schaffen. Gehen einfach hin und machen alles kaputt, was wir uns in den Weg stellt. Kraftmeister. Ey, so ein Typ hätte mich im letzten Part fast gekillt. Was verdammt knapp gewesen ist. Man sollte das Ganze so vorstellen. Ich lag bereits am Boden. Ich habe bereits mein letztes Lebenslicht ausgehustet. Und... Granate! Ich lag schon am Boden. Also wirklich schon. Ich habe um mein Leben gekämpft. Und dann hat mich irgendeine seltsame Macht wiederbelebt. Und ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt, damit ich mir irgendwie einen Reim drauf machen kann. Und das Einzige, was ich mir denken kann, ist, dass halt der eine Typ, dieser eine Kontaktmann, dass wir sollten hier einen Kontaktmann treffen auf diesem Space Hulk. Und dass der stand halt direkt in der Nähe. Und meine Vermutung ist, dass dieser Kontaktperson, dass die uns wiederbelebt hat. Irgendwie. Aber das finde ich in Ordnung, dass sie jetzt für den neueren Borderlands-Teil, dass die ganzen Nebencharaktere, dass die jetzt nicht nur einfach nur Dekoration sind und nichts machen, außer halt Quests abgeben, nein, sondern dass die auch noch mit dir weitaus mehr interagieren und dich dann halt eben vor dem sicheren Tod retten, wenn sie zufälligerweise gerade in der Nähe rumstehen. Finde ich ganz in Ordnung. So. Der hat eine Drohne, die machen wir gleich kaputt. Aha. Deckung, ich will jetzt nicht sterben. Boah. So, jetzt warten wir ab, bis der Double Agent wieder funktioniert. Und go! Ja, nimm das. Oh, was macht denn der für Schaden? Knappe Kiste, knappe Kiste, knappe Kiste. Okay, ganz ruhig. Gleich können wir beides machen. Double Agent und die Drohne. Ich warte einen kleinen Moment ab.
Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt haben sie keine Chance mehr. So. Beziehungsweise, ich hole noch mein Snapper-Gewehr raus. Ah Gott, die machen so viel Damage. Ab in die Klonzone. Der Tank, das ist die Schwache, beziehungsweise die Tesla-Spule. So. Wenn Feuer gegen Schild nicht unbedingt eine gute Idee ist, aber es funktioniert. Weil jeder Gegner hat seine individuelle Schwachstelle. Sehr gut. Setze den Download fort. Wir sind fast fertig. Aufpassen! Okay, aber jetzt mal ehrlich. Sie sind widerlich. Wie könnt ihr sie auch nur anschauen? Ich habe letztens einen gesehen, der hatte eine Kette aus Zungen. Ja, Skagzong. Das ist bei den Kids im Moment der letzte Schrei. Du bist so naiv. Meine Familie kämpft für mich. Sie opfern sich für mich. Sie kämpfen um meine Liebe. Das ist dein Fehler. Familie ist die mächtigste Waffe in diesem Universum, wenn man sie richtig einsetzt. Und jetzt lauf los und finde den Kammerschlüssel, bevor ich hungrig werde, Junior. Verdammt, noch mehr Security. Das wird immer besser. Popcorn wäre jetzt gut. Quasi als Henkersmahlzeit. Wir werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Schon unterwegs. Scheiße, ja. Ich will deine Augen. Katastrophe. Drohne unterwegs. So, da machen wir den raus und snappen wir mal ein bisschen. Nein, das hier. Hau besser ab, sonst tust du dir noch weh. So, der stirbt eh gleich. Hat einen Kopf getroffen. Du da, komm mal her. Boom, der brennt schön. Der stirbt ebenfalls. Wer ist noch? Oh, da oben. Da, ey, Snapper-Gewehr oder was? Komm mal her, ja. Wie siehst du nur wieder aus? Boom. Kammerdiebe aus. Scheiße, ja. Auf Streit, komm her, ja. Wir wollen nicht Beef haben, der Typ. So. Was? Nein, nimm das Chili-Rezept nicht mit ins Grab. Wieso machst du das? Ach stimmt, er ist tot, genau. Tote Männer erzählen keine Geschichten. Dort. Ich wurde gerade von hinten angegriffen. Moment. Stirb! Dos! Damit einen der coolsten Sprüche bin ich ja immer noch. Erinnere dich an meinen Namen. Mein Name ist. Wollte so in der Art. So in der Art ging der Spruch. Den fand ich ziemlich lustig. So, Drohne geht auch wieder. Gibt es noch irgendwo einen Gegner? Da! Komm her, dich hau ich! Boom! Ich glaube, ich habe versteckte Infos gefunden! Sobald ich diesen Krieg gewinne, werde ich diese Kalypsos auf die Sonara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und dann bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um! Jackpot! Das habe ich gesucht! Jetzt müssen wir das nur noch senden und abwarten, wie die Kinder der Kammer reagieren! Der Name von diesem Typ ist Kai N. Bein. Kein Bein. Das ist witzig. Zumal der Typ blutend am Boden liegt und keine Beine mehr hat. Sobald ich diesen Krieg gewinne, werde ich diese Kalypsos auf die Sanara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und dann bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um. Der Beschuss. Ich haben wir gleich. Ja, zack. Boom. Sonst noch mehr. Hier, da unten. Hier.
so rum. Da, da! Bleib doch mal stehen. Oh, Sniper. Tod von oben, nehme ich an. Au! Die schweren Brocken. Oh, den Scharfschützen kriege ich. Sniper-Duell. Zack, ich habe gewonnen. Auf den Rücken, auf den Rücken. Das ist der Schwachpunkt. Ich muss schon auf den Rücken zielen. Ah, ich brenne schon wieder. Dreck, Dreck. So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Resistenz dran, gut. Dann lasse ich das mit dem Feuer. Ich habe immer noch Explosionen. Warte, gleich kann ich beides reaktivieren. Aber erstmal hier. Der Schild darf sich nicht aufladen. So. Und Geronimo! Das, Kumpel. Komm schon, stopp, Kumpel. Stopp, 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 stopp. Sehr schön. Ein Problem bin ich auch. So. Ah ja, das ist wieder so ein Winzling. Moment. Richard Badass, komm her. Komm schon, stirb, stirb, stirb. So, Scharfschützen wir rausholen. Okay, oder auch nicht. Aua! Oh, der will Beef haben. Nee, nee, ich hau mal kurz ab. Oh, feier. Taktisches Wort. Okay, der Holo geht wieder. Double Agent, tu, was du nicht lassen kannst. Und töte ein bisschen. So. Ich liebe diese neue Kombination. So. Autsch, autsch, autsch. Ja, ja, ich sehe, ich sehe. Sniper-Duell, okay, von mir aus. Du brennst, Kumpel. Du bist on fire. Du stirbst gleich. Jetzt eine Drohne, der den Schild wieder auflädt. Nicht gut. 11 Schuss. Mhm. So, kurz nachgeladen. Und rein ins Vergnügen. So, jetzt nimm das und das hier. Hey. Hier kommen wir immer schön drauf. Ach, da ist noch einer. Komm her. Komm her. Ich glaube ja wohl, schneit. Ja. Komm, 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 komm. Hm, der Todesstrahl ist schon klar. Er fliegt! Flieg, Vögelchen, flieg! Boom! Du hast die Arschkarte gezogen! Und das Blöde ist, hier ist auch kein Waffenautomat, wo ich einfach mal ganz schnell die Sachen verkaufen kann. Sondern ich bin halt wirklich auf mich allein gestellt und gefangen auf diesem blöden Space Hulk. Genau, das war das. Der ist viel wert, der Raketenwerfer. Was hauen wir denn dafür weg? Das zieht jetzt, naja, 290. Oh, der ist gut, den behalten wir noch. Den packe ich mir später in den Spind. Das Schild hauen wir weg. So, mitnehmen. Und wer hat mir gerade einen Rücken geschossen? Ich sag immer, von hinten gilt nicht. Du kleiner Winzling, komm her. Tot. Okay. Ich gehe an die Konsole. Wir schicken die Informationen ins Hauptquartier. Weg mit euch. Los. Pfui. Ja, bitte sehr. Wir übertragen die Informationen in der ganzen Stadt. Vielleicht wendet sich dann das Blatt. Was ist das für ein Licht?
tot. Oh, fast vergessen, deine Belohnung. Und wie kriege ich die? Du bist tot. Mission abgeschlossen. Wurde auch langsam Zeit. Geil. Level 19, ja wunderbar. Dann gehen wir mal einen Punkt aus. Hat sich doch vollkommen gelohnt. Worin investieren wir denn eigentlich? Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das hat schon was. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Na komm, her damit. So. Wir sind überlastet, wir können natürlich keine weiteren Items mehr mit uns rumschleppen, obwohl, haben wir vielleicht was Neues dazu bekommen. Da würde ich doch gerne mal einen Blick riskieren auf das Inventar. Hat sich das verändert? Gott, ich kann das mit dem Rot schlecht erkennen. Ich habe 20 von 19 Gegenständen, das bedeutet, ich habe irgendwas dazu bekommen. Ihr habt den bösen Blick erhalten. Ein Waffenschmuckstück. Oh, schauen wir gleich mal nach. Das würde ich mir gerne mal angucken wollen. Für das Combat Rifle bitte. Ah, böser Blick. Können wir uns das hier... Okay, dann halt nicht. Aber wir können uns das Gewehr mal kurz angucken. Das dürfte ja jetzt irgendwo rumbaumeln. Genau da. Das ist ein Auge. Mit einem M. So, ein bisschen Munition wäre nicht verkehrt. Ja, bitte. Oh mein Gott. So, und das hier. Jetzt machen wir auch noch rauf. So. Eine Leiter. Gut, das heißt, ich kann wieder hochklettern. Falls ich runterfallen sollte. So. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann gehen wir wieder nach oben und machen mit der Hauptstory weiter. Zerstöre den Server und dann geht's hoffentlich wieder nach Hause. So. Und so. So, so, so. Waffentruhe. Gibt es irgendwo? Ja, nein, das ist eine Munitionsruhe. Beziehungsweise Leben, aber ich könnte noch. Irgendwie ein paar neue Schießeisen könnte ich gebrauchen. Granate. Nee, warte, warte, warte. Das ist gerade hier. Warte. Nein, gut. Nein, wir sind nicht der Beastmaster. Ernsthaft, hier gibt es keine Waffentruhe. Das ist enttäuschend. Aber Munition. Und Munition ist immer gut. Nein, auch wieder was zum Heilen. Ein bisschen Money, ein bisschen Disco-Knittergeld. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, komm, komm. Irgendwas Gutes. Ich brauche ein neues Paar Schuhe. Gibt's hier noch irgendwas? Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Egal, raus hier. Hauptmission. Wieder eine erste Hilfe. Gut. Hätte ich mal lieber auf das Kreuz geachtet. Wenn ich da runterfalle, bin ich bestimmt tot. Wo geht's denn hier lang? Ah, Moment. Nein, das ist wieder eine erste Hilfe. Brauche ich gerade nicht. Ein Rohr. Ich klettere mal auf das Rohr hoch. Oh, okay. Wo geht's hier lang? Schaffen wir den Sprung? Ja, oder? Nein, ich bin zu weit. Egal. Da war jetzt eh nichts Besonderes oben, oder? Da waren bloß diese beiden Geldtruhen. Ja, ja, nur diese beiden Geldtruhen. Aber ich glaube mal nicht, dass da jetzt irgendwie was Fettes drin wäre. Nur ein paar kleine Dollar. Für eine Handvoll Dollar. Ich
Türen erdbeben. Oh, was bist du denn für einer? Ich komme in den Frieden. Der war im letzten Part noch nicht da. Oh. Aber gut. Er nimmt Schaden. Das ist gut. Ursache Krügerschaden. Er kommt sogar hier, ja. Einfach nur drauf da, einfach nur drauf halten. Naja, was ist das für ein Lauch? Der ist dünn, sieht gefährlich aus. Aber gleich ist er tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Beiß ins Gras. Das hast du dir sicher anders. Explodiert er nochmal? Ich traue dem Frieden nicht. Er explodiert nicht. Da hinten ist er explodiert. Waffen, die ich alle nicht gebrauchen kann. Was habe ich denn eigentlich gerade in Ausrüstung? Ich bin Stufe 19 und habe Ausrüstung für Stufe 17. Das bedeutet, ich könnte mal wieder was Neues vertragen. Irgendetwas, das mir den Tag versüßt und den Gegner Angst und Schrecken einjagt. Sehr schön, ich habe alles mitgenommen. Öffne hier mal die Schränke. Zack, zack. Nee. Alles öffnen. Kommt schon, kommt schon. Das ist gut. Ich brauche nicht alles manuell einsammeln, sondern es geht automatisch. Das ist für Munition. Sehr gut. Beobachtungsecho. Muss vorsichtig sein. Maliban. Waffen, kommst du in Stufe 19? Nein, Stufe 17. Ah. Radioaktive Fässer, ja. Ich glaube, ich muss draufschießen, oder? Ja, komm, für richtig Boom, warte mal. Haftmine. Deaktiviere den Firewall. Ja, hack dich rein. Gut gemacht. Und jetzt zurück. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Franz Frogurt. Alles aber nicht Franz Frogurt. Ich meine, die haben doch diese... Nächster Feuer in 3, 2, 1. Frische Früchte und drunter dann die... Oh Mann! Das ist tragisch. Wir bauen dir ein neues. Nee, also Maliban wird mir gerade immer unsympathischer. Ich dachte eigentlich immer, Maliban sei eine coole Firma und die Leute sind da total tiefenentspannt. Unter anderem, weil die ganzen Waffen auch wie Sexspielzeuge aussehen. Momentchen, ich zeige euch mal den Beweis. Habe ich überhaupt Maliban-Waffen? Ja, guckt. Ich meine, guckt euch mal die Schrotflinte an, ja? Eindeutig ein Sexspielzeug. Was haben wir hier noch? Scharfschützengewehr. Komm, halt doch rein. Muss ich unbedingt sagen, woran mich das hier gerade erinnert? Nein. Ich werde das hier nicht sagen, da hier auch Minderjährige zugucken, wie mir aufgefallen ist. Von dem her, ich werde nicht sagen, warum mich das hier erinnert. Ansonsten googeln die gleich nach oder bestellen sie es gleich auf Amazon, aber das hier ist ebenfalls ein Sexspielzeug. Guckt es euch genau an. So, wollen wir mal weitermachen. In zwei Doppelhaushälften. Vorstehende leben nicht in Doppelhaushälften. Außer vielleicht der von Tidior. Die bauen nur Schrott mit Abzug. Verflucht! Ich bin immer noch traurig wegen Franz. Aber
Das geht um den ganzen Planeten. Wir können später trauern. Trauerst du gerade? Bist du eingeschlafen? Ich glaube, der ist eingeschlafen. Hey, Magnum, wach auf! Dann gehen wir hier runter. Das schreit alles nach Falle. Ich sag euch, it's a trap. Hier kommt der Plan. Wir stürmen den Kontrollraum, nehmen das Kammerschlüsselfragment und schalten den Laser aus. Cool? Cool. Cool. High five. Kann ich gar nicht. Ich geb dir mal einen High five. Bam! Das schreit alles absolut nach Falle. Jede einzelne Pore. Mit dem her, ich fahre da jetzt auch nicht einfach runter. Ich gucke mich hier nochmal ganz kurz um. So. Dann schaffe ich nochmal kurz die Gegend aus von hier oben. Ich balance hier mal kurz am Rand. So, gucken wir uns mal das ganze Gebiet mal kurz an. So. Warte, wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es hier unten noch ein kleines Nebenquesti. Warte mal. Oh, was haben wir denn hier? Okay, gut, ja, aber ich kann mich entsinnen, hier gab es noch irgendwo ein anderes Ausrufezeichen, welches jetzt gerade nicht... Egal. Gehen wir mal runter. Bam! Badassiger Auftritt. Oh. Hallöchen. Ey, das ist doch original so hier so ein Tau... hier. So ein Tauanzug. Ach, wie nennen die Dinger... Wie heißen die Dinger nochmal? Okay, bitte Metal. Security, er ist im Kontrollraum. Tötet ihn auf der Stelle. Ich will nicht. Kumpel, das klingt nicht nach Metal. Metal, Leute. Ja, erstmal den richtig harten Ficker kaputt machen. So machen wir das immer. Lenk sie schön ab, okay? Oh, warte mal. Ich habe hier noch diesen kleinen... Bam, bam, bam. Was abmurksen? Bin dabei. Autsch! Oh. Ich will nicht sterben. Oh ja, 110 Leben, fuck. Man darf nicht vergessen, Zane hier ist hier nicht der Soldat, ne? Schild lade ich bitte schneller nach. Bitte! Oh, ein Spritzer, sehr schön. Ah. So, warte, ich kann beides wieder. Ah, so, und zack. Die Milch macht's. Jo, ich bin hinter dir. Oh Gott. Ah. Zu früh gefreut. Guck mal, davon vergessen, dass Zane ein etwas älterer Mann ist. Aber er hat den Cop-Skin von Big Boss aus Metal Gear Solid. Das ist geil. Weil ich bin ein großer Fan von Metal Gear Solid. Das ist so... Liebe, steht hier. Wenn mich jemand fragt, what is love, dann zeige ich einfach nur auf diese Videospielreihe. This is love. Boah, Scharfschützen. Na, der Typ schon wieder. Na, 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 na. Ah. Piss mir ins Auge, ey. Okay, Zane hat nur noch eh nur noch eins. Ah! Lass dich schneller nach, Schild. Gut, ich habe einen Doppelgänger, warte mal. Spiel damit! Uah, bam! Scheibenkleister. Das hätte cool werden können. Kaputt. Der wenigstens veranständige Waffen fallen gelassen? Nee. Verzieh dich besser.
Und komm, komm, geh kaputt. Ja. Nee, nicht so ein Typ. Ich hasse diese Typen. Scharfschützengewehr hinten auf den Tank schießen. Das hat ja beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Ah, der ist kitzlig. Komm schon, Sonne, mach ihn kaputt. Sehr schön. Zerbröselt wie ein alter Keks. Hinten das Jetpack, hinten das Jet. Warte mal, bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen, Kumpel. Bam. Deine Angestellten sind nicht wie wir. Sie würden dir für einen zusätzlichen Urlaubstag in den Rücken fallen. Ich dagegen sehe dir dabei wenigstens ins Gesicht. Denn so macht man das unter Bros. Ich habe die Sonara so gut wie erfasst. Beschütz mich, während ich es zu Ende bringe. Breeze, hör mir zu. Ernsthaft. Jemand Stärkeres hätte Atlas eh übernommen. Wenn nicht Maliwan, dann Jacobs, Bladov oder vielleicht sogar Teddyor, verdammt nochmal. Wie bitte? Jacobs? Nein, aber Jacobs sind die Guten. Also Jacobs, muss ich ehrlich zugeben, das sind so die, wo ich wirklich eine Hand drüber lege und sagen würde, nein, die sind nicht böse, das sind anständige Leute. Hier, Magnum, nämlich, beschütze dich. Vielleicht mache ich mal eine Verschnaufpause. So. Doppelgänger. In Aktion. So. Ach, der ist schon tot. Warte, den treffe ich. Leb wohl, Welt. Kurz trocken. Autsch. So, auf den mischen wir auf. Den machen wir mal so richtig fertig. Wenn der am nächsten Morgen in der Schule fehlt, dann wisst ihr Bescheid. Du könntest nicht mal den Arsch einer Kuh mit einem Benjo treffen. Richtig. So. Ein schöner Tag zum Sniper. Wir brauchen mit hier. Ach, ein Badass. Zack, 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 zack. Hey, bleib mal stehen, Kumpel. Und gleich schicken wir noch den Sentinel hinterher. Auch noch einen schönen Namen für den. Stopp schon, beiß ins Gras. Na bitte, geht doch. Ja, hier ist ein Stirb. Den da. Der hat nichts mehr zu lachen, ey. Zwei Schüsse habe ich noch übrig. Ja. Wechsle wieder auf Vollautomatik. Hm? Keine Gegner mehr gefunden. Na, wunderbar. Was mit dir, Magnum? Hast du endlich ja fertig gehackt? Magnum, was geht? Worauf schaut Magnum? Sind hier irgendwo schöne Frauen? Sieht nicht so aus. Schade. Also, money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Ich lock mal die Vollidioten raus. Kommt raus, ihr beiden Schweine! Ich brauche jeden Knochen einzeln! Ja, jetzt kommen sie. Du willst was gewinnen, du willst was gewinnen? Komm mal her. Warum sind die Dinger nicht explodiert? Ja, jetzt explodieren sie. Also Torque ist schon eine tolle Firma. Auch wenn sie nicht mehr flexibel sind. Mach ja keine Dummheiten. Hey, du da.
Komm, explodier. Nicht! Jetzt bin ich enttäuscht. Explodier. Ich wollte es so schmerzfrei wie möglich für dich machen, Rhys. Ja, ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet. Sehr viele. Aber so läuft das eben in der Geschäftswelt. Ich bin drin! Kammerjäger! Laser abfeuern! Motherfucking Laser, bin dabei. Rhys, tu das nicht. Tu das bitte nicht, Rhys. Ich schwöre dir, wenn du diesen Laser abfeuerst, sind wir keine Freunde mehr. Mal ganz ehrlich, ja? Er hat von Rhys alles Mögliche zerstört, was er liebt. Natürlich sind das keine Freunde. So, da ich hier motherfucking Laser am Start habe, machen wir davon noch Gebrauch. Oh, die Musik ist geil, die passt gerade ein bisschen. So ganz tief entspannt, obwohl er gleich mächtig die Hölle sein wird. Gleich bricht die Hölle über alle zusammen, ey. Neue Koordinaten eingegeben. Oh. Vergnügungsjacht der Klasse 2F. Ja! Zielsperre überschrieben. Feuersequenz initiiert. Tu es! Feuersequenz sofort überschreiben! Security! Tut doch was! Laser feuert in 3, 2, 1. Stirb! Sanara! Oh, Scheiße! Oh, das war der Hammer! Leck mir die Eier, Katagawa! Oh, komm schon, verdirb mir nicht die Freude. Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde. Gut, du kannst das Fragment jetzt haben. Da ist es! Das Fragment! Nicht so schnell. Freeze, Mädchen! Nein! Willst du mich verarschen? Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen, aber nein! Jetzt gibt's noch einen Bosskampf! Noch bin ich kein Resistent! Kacke! Verdammt! Einkaufen! Arsch! Und der hat noch 3 Lebensbalken! Ich glaub's ja wohl! Lebensbalken, ey. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du willst mich doch wohl verarschen, Mann. Oh. Der hat auch motherfucking Laser. Ah, nicht sterben. Danke. Oh Gott. Ey, die haben wohl ein Ei am Wandern. Obwohl. Weißt du, wie man sich das Ding ansieht? Das Ding ist ein Riesenei. Ah, 11 Leben! War ich häng fest. Ah, scheiße, das war's. Ja, da brauche ich nicht groß schießen. Also, da tut mir leid, ich muss aufgeben, ey. Oh, ist mir das peinlich. Wisst ihr, euer letzter Part war noch so geil. Im letzten Part bin ich nicht gestorben. Ich habe halt wirklich. Ich war am Rande des Sterbens, aber ich bin halt nicht abgekratzt. Das war das Geile dran. Klingt gut. Mach ich doch mal gleich. Lass mir ein paar übrig. Oh, und ich verliere so viel Geld. Das ist doch alles erbärmlich. Oh Gott. Und theoretisch ist das Vieh gegen alles immun, was ich ihnen entgegenwerfe. Ich trinke ein Schlückchen Tee, beruhige mich und dann wird weiter diskutiert. Da wollen wir mal. Schwerkraft! So, hier, den hast du. Und dann habe ich noch. Oh! Warte, hilft mir das vielleicht aus der Bredouille? Nicht unbedingt. Ich hab Angst. Ich hab fucking Angst. Das Auge ist bestimmt die Schwachstelle, oder? Aber immer auf 12 runter.
Fick dich ins Ki- Es bringt nichts. Komm schon, nicht ausrasten. Nicht ausrasten. Es tut mir leid. Danke. Oh, 34. Da ist wieder eine 34, was mein Geld angeht. Wunderbar. 34 ist so meine Glückszahl. Das bedeutet, ich werde es jetzt schaffen. Beziehungsweise, ich habe gerade Geld aufgehoben. Ich werde es nicht schaffen. Alter, du kannst doch nicht einfach dann so einen fetten Boss auf einmal hinstellen. Jetzt mein Ernst, die haben doch wohl ein Ei am Wandern. Das ist... Das geht doch wohl gar nicht. Ich brauche irgendwie einen Trick, ich brauche irgendwie... Ja gut, ich könnte mich ja bei meinen Agenten hin und her switchen. Ja klar, das könnte ich machen. Aber ob mir das so viel bringt, ich weiß es nicht. Ins Auge, ins Auge, ins... Zum Agenten teleportieren geht schon mal nicht mehr. Hi, 34 meine Glückszahl. Okay, gut, das kriegen wir hin. Ich habe noch 34 Leben, jetzt kriege ich es hin. Fick dich ins Knie. Wo das ein Ball ist. Ein Ball kann sich nicht selbst ficken. Wäre aber lustig. Ich will einfach nur tot sehen. Fick Scheiße. Tut mir leid für das Gefluche. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin gerade überlegen, ob ich vielleicht doch lieber die Aufnahme jetzt beenden sollte. Bevor das hier noch extrem peinlich wird. Hey du, du bist endlich wach. Du wolltest die Grenze überschreiten, oder? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, pass auf. Warte mal, kann ich hier von hier oben aus eigentlich runterschießen? Pass auf. Jetzt kommt hier mal eine... Nein, rausschießen geht nicht, okay. Aber könnte ich vielleicht theoretisch schon machen. Da prallt das auch ab, okay. Aber theoretisch, wenn ich jetzt hier oben den Doppelgänger mache... Warte, ich werde es ausprobieren, warte. Schwerkraft wird überbewertet! Eingeweide sind gleich Chili! Oh, Scheibenkleister jetzt. Okay, ich wollte gleich wieder hoch teleportieren, aber das geht nicht. Ah, Mist. Okay, 3 Tote am Kagawa-Ball. Das ist sehr peinlich. Könnte aber auch vielleicht der 4. Tod gewesen sein. Ich bin gerade nicht in der Stimmung. Ah, du Trinkiger. In Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben. Jetzt Maul. Du Dreckiger. Weiß ich, schlag mich so gut und dann schicken die da so einen OP-Boss entgegen. Drei Lebensbalken, man kann es wirklich etwas übertreiben, ja. Aber gut, das könnte. Aber gut, ne? Na, nee, ich glaube mal nicht, dass jetzt das der finale Bosskampf ist, oder? Aber hat schon sehr ähnlich, sehr viel Ähnlichkeit mit dem finalen Bosskampf. Ja, ich häng fest, Mist. Ah! Ja. Ich hab da auch was. Das dürfte dir gefallen. Hier, greift er den Dreckigen an. Meine Drohne und mein Doppelgänger, die werden mir mal so richtig schön aus der Patsche helfen. Du kommst nicht vorbei.
Level 20, das hieß Level 20. Okay, kein Wunder, dass ich dagegen keine Chance habe. Und ich habe nur Popelwaffen. Mist. Das sind halt Dinge, die sind sowas von unglaublich, die glaube ich selber nicht. Nur in Bewegung bleiben. So. Bessere Waffen, ich brauche bessere Waffen. Ich will mal aufmachen. Die Stadt rot an! Mit Blut! Falls das nicht klar war. So. Und mir läuft gerade die Zeit davon. Das ist. Mega jetzt. Ah, la, 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 das ist beschissen. Ah. Mann. Ah, die Träger. Gerade geheilt und jetzt schon wieder im roten Bereich. Das ist furchtbar. Double Agent, ja. Tu deine Pflicht. Ich bin die Fälschung. Das kannst du doch besser. Natürlich kann ich das besser. Wenn ich bessere Waffen hätte, wärst du schon längst tot. Verschanz mich hier. Vielleicht kacke ich auch mal kurz in die Ecke. Vielleicht geht's mir dann besser. Drohne. Auf geht's. Ich trau mich einfach nicht mehr raus. Es tut mir leid, aber ich habe scheiß Angst. Drohne hat keine Ahnung, wie ich es angreifen soll. Hier, greift den an. Boah, ist knapp. Ah! Ich bleib hier, ich hab mächtig Angst. Es tut mir leid. Autsch, 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 ich bin Schaden. Das sieht kacke aus. Das sieht sehr kacke aus. Stirb! Poposalat. Es gibt Nippelsalat und es gibt einen Poposalat. Komm schon, was zum Heilen, was zum Heilen. Danke, danke, danke. Dreckiger. Oh Gott, Katastrophe, Katastrophe. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht so viel rede, ich muss mich konzentrieren. Sind die gegen resistent, oder? Nein, das Scharfschützen macht sogar anständig Damage. Ich bin beeindruckt. Aber pass auf, nehme ich hier den Feuerstoß. Mist. Bewegung bleiben. Bewegung bleiben, bitte. Bewegung. Ich mache mir gerade ein bisschen in die Hosen. Genau, Angriff. Auf den da, auf den Poposalat. Ding fest. Aber drei Lebensbalken, Alter, hat der Probleme. Jetzt kommt der Schild. Obwohl, warte. Der verliert verdächtig viel Leben. Die Musik hat sich auch geändert, okay?
Fuck, aber er regeneriert sich auch wieder. Ah. Dort immer schön beackern. Immer schön beackern. Aber ich habe leider keine Schockwaffen. Schockwaffen sind jetzt richtig gut. Dreckiger. Nein! Ich schau dem Vieh noch direkt ins Auge. Das war's für mich, das war's. Ich sehe den Game Over-Bildschirm direkt vor mir. Delorne! Scheiße, das wird sich wieder regeneriert. Ah. Ich darf nicht zu lange weglaufen. Scheiße, die Wand an. Vor allem, ich renne noch auf das Vieh zu. Boah! Boah! Unter da! Alter, Finne! Komm her, komm her. Ach, da ist das Vieh. Noch 51. Oh Gott. Ich nehme schon 51 Minuten auf. Das ist sehr schlecht. Mir läuft wirklich gerade die Zeit davon. Immer auf das Schild, immer auf das Schild. Ich darf nicht aufhören, das Schild zu verackern. Wie ein Spargelfeld, immer draufhalten. Halt die Klappe. Ach, auch noch Kühlschaden. Ja, Maliwan, die wollen wohl ganz witzig sein. Ist der Spaten, der so tut, als ob ihm das uns nehmen gehört. Ich mag Laser, aber auf deine Spiele kann ich verzichten. Waffen wechseln. Klone, Anki. Den da. Greift ihn an. Ah, oh, ja, 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 ja. Oh, immer draufhalten, immer draufhalten. Reden, mehr spielen. Scheiße, scheiße, ich häng fest. Ja, jetzt dorkst du mich, oder was? Jedes Mal ins Auge. Ich bin ein Schokoholik. Das Wortspiel war scheiße. Wird mich schämen, auf die stille Treppe gehen. Ohne. Greif den da. Gleich ist er down, gleich ist er down. Nicht übermütig werden. Nicht übermütig werden. Immer schön Strategie beibehalten, aber nicht übermütig werden. Gleich nicht nachlassen. Ja! 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 Es ist vorbei. Du hast es geschafft. Hol dir das Fragment. Geil. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen laut geworden bin, aber ey, oh, ich habe mich gerade tierisch gefreut. Heftig. Hat irgendwas Fettes fallen gelassen? Irgendwas Dickes? Irgendwas Fettes? Irgendwas... Level 19. Oh ja, oh bitte ja. Level 19. Geil. Kann ich jetzt auch voll gebrauchen. Einfach weg damit. Oh, ich zittere gerade am ganzen Körper. Hoho, weia. Puh. KD-Schwert, warte, warte. Ich hau erstmal hier ein bisschen Schrott raus. Das kann weg.
Ja, kann weg. Das kann auch weg. Komm. Okay, komm, komm, komm. Reicht schon. Mitnehmen. Tief ein- und ausatmen. Denk an den Blutdruck. Nein, das Zittern, das hört immer noch nicht auf. Oh Gott. Oh, oh, Legendario. Okay, jetzt habe ich einen Ständer. Ich zittere und habe einen Ständer. Oh, super. Tolle Kombination. Ja, ich muss schnell das Fragment schnappen und dann bin ich weg. SMG hatte ich auch lange nicht mehr. Ich hatte auch lange keine gute SMG. Ja, doch, ich habe noch einen Platz frei. Ein Platz geht noch. Ja, damit. Mitnehmen. So, wir schnappen uns das Ding und hauen hier ab. Mein Schatz. Gut gemacht, Reese. Danke. Lasst uns kurz der Opfer gedenken. Ruhe in Frieden, Reese Bällchen. Ruhe in Frieden. Das ist der zweite Teil des Kammerschlüssels. Bring ihn zu mir auf die Sanctuary. Den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Darf ich den kompletten Weg wieder zurücklaufen? Oh, ein Spaß. Ich mache natürlich eine Schnellreise. Oh Gott, ja, ja, Schnellreise hin. Oh Gott, hab ich zu dran. Oh Gott, das mache ich im nächsten Part. Im nächsten Part kehre ich auf die Sanctuary zurück. Obwohl, warte mal, ich hab noch. Ich kann ja schon mal teleportieren. Mal gucken. Und weg hier. Okay. Langsam einen Tee trinken, dann hört bestimmt das Zittern auf. Und hört es auf? Ja, langsam hört das Zittern auf. Okay, das ist sehr gut. Ich gucke gerade auf meine Hand wie so ein Junkie. Finger. Aber das war schon ein krasser Kampf. Das war schon... Boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich den schaffe. Ich dachte, wenn ich jetzt bei der letzten Phase gestorben wäre, ich hätte die Controller sowas von weggefeuert. Ich habe mich immer über die Größe der Kammerschlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Eridianer größer als wir. Oder stärker. Ich werde dieses neue Fragment allein untersuchen. Gönn dir. Ich hole erstmal was ins Lager rein. Umlagerung, oder wie auch immer das heißt. So, wo haben wir das? Ich habe hier noch eine Waffe mit einem Namen, die würde ich hier gerne einlagern wollen. Oder auch nicht. Schade, ich hätte schwören können, ich hätte noch eine Waffe mit einem Namen gehabt. Da, hier, das mit dem Rot. Sehr schön. Gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Das war eine krasse Situation. Das war wirklich hammerhart. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich, passt auf euch auf und macht's gut, meine Freunde. Ciao.